Hallo und willkommen zurück bei der neuen Multiplayer-Folge von Seven Days to... Ja, to Lady Di halt, ne? Oh, Mathis! Den reparier mich. Mod. So. Also, ihr wundert euch wahrscheinlich über die Uhrzeit, die oben steht. Das liegt daran, dass wir die Zombie-Nacht schon durch haben und wir leider in der Zombie-Nacht also ganz böse gestorben sind und von daher leider diese Aufnahme fehlt. Der Rechner ist also quasi dann abgestürzt. Ach, hier fehlt auch das Flyout, sehe ich gerade. Alter, was hast du mit dem Server gemacht? Gar nichts. So? Ja, doch. Ja, war da. Was? Ja, das da. Ja, was da? Ja, da. Ja, das ist, keine Ahnung. Das ist nicht von mir. Wie, das ist nicht von dir? Wo ist das hin? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das nicht gemacht. Ich bin irritiert. Ach, einer fehlt übrigens. Stefan. Also, wo ich offline gegangen bin, war das nur da. Ja, das würde ich auch sagen. Ich bin jetzt auch gerade irritiert. Ob der Stefan zwischendurch hier noch gespielt hat? Was ja, alles andere ist ja da geblieben. Ja, das Haus ist fast komplett auf Stein umgemünzt. Hier hinten ist es noch Holz. Das ist irritierend jetzt gerade. Ich wundere mich sowieso, dass der nicht online ist, weil eigentlich wollte der auch heute kommen. Let's go! Ach, muss repariert werden. Nee, ja, kann ich dir nicht sagen. Also ich habe nichts gemacht. Nein, ich suche gerade den Übergang. Ach da. Ich bin jetzt gerade genauso desorientiert wie du. Da hab ich irgendwie keinen Bock drauf. Verständlich, ne? So, ja, okay, Mats. Das ist nicht hier drin, das heißt, ich kann mich voll bewegen. Kommt das denn von der Zeit hin? Nee, das stimmt. Die Zombie-Nacht, die war doch am Tag 77, ne? Das stimmt. Es hat irgendjemand hier noch einen Tag gespielt. Ja, wer? Ja, kann ja nur Stefan gewesen sein. Weiß ich nicht, ich nicht. Deine Tochter zerstört das Haus. Doch, wie immer. Wo haben wir Cobblestone? Ah ja, nee, das hatten wir doch da reingemacht. Ah nee, das brauche ich noch. Hat deine Tochter das Mikro kaputt? Nee, ich weiß nicht, warum wir die so schlecht hören. Ganz einfach, weil ich den Kopfhörer nur halb drauf habe, damit Alice mithören kann. Geht doch einfach einen zweiten dran. Geht nicht. Nee, die spielt ja an meinem Laptop. Ja, dann soll sie in ihr Kopfhörer nehmen. Nee, der hat nur einen Anschluss. Mhm. Nein, und Mikro kannst du über die Webcam machen. Ey, Papa, geht das stimmt, nicht ja. Irgendwie mit deinen Kopfhörern, weil die haben ja USB-Dings. Ja, aber ich brauche doch meinen Kopfhörer selber. Hallo, ich meine deine Handy-Kopfhörer. Nee, hallo. das ist, ich habe ja Mini, wie war das? HDMI ist das der Anschluss, ist kein USB-Anschluss. Also irgendwie so eine Mini-HDMI-Variante. Ayo. Hallo. Ey. Mathis. Bitte. Mathis, wie geht's kein dir? Kein Wort verstanden. Alleine die Uhrzeit wundert mich irgendwie, dass wir genau Punkt 0 Uhr hier drauf waren. Nee, das ist eindeutig, ist irgendjemand noch auf dem Server gewesen. Also ich nicht. Weil wir, die Zombie-Nacht war nämlich am 77. Tag. Ja, das heißt, da dürfte höchstens 78 stehen, aber auf keinen Fall 79.
Und wir haben auch nichts repariert eigentlich. Schönen guten Abend. Hi, Stefan. Hi. Ja, und hier läuft gerade wie bekloppt die Zeit ab. Also irgendjemand hat die Zeit manipuliert am Server. Sicher? Ja, weil normalerweise, wenn die Zeit verstellt ist und es war im Bauauftrag drin, ja, dann läuft eine Produktion entsprechend schnell ab. Genauso wie jetzt gerade. Und es war definitiv jemand auf dem Server drauf, da die Steine hier verbaut worden sind. Stefan, warst du noch auf dem Server? Nein. Ja, dann hat irgendjemand hat wohl anscheinend das Passwort rausgekriegt vom Server. Das Komische ist ja, du siehst ja, wer auf dem Server drauf war. Weiß ich nicht. Eigentlich. Wo kann man das denn sehen? Nee, das siehst du. Eigentlich irgendwelche Protokolle geben, ne? Ja, es gibt ein Protokoll. Das muss ich aber über den Server abrufen. Ja, das kann ich so nicht sehen. Also, das ist jetzt so ein bisschen strange. Ja, weil es passt gerade vorne und hinten hier nicht. Und das ist irgendwie gerade so ein bisschen, nö. Ja, schon längst, weil eigentlich das Passwort keiner hat. Das irritiert mich. Wir loggen uns auch eigentlich nicht über die Nacht so aus. So Punkt 12 Uhr war es ja, nee, genau. Nee, die Zeit war definitiv manipuliert. Ich bin gerade in die hier in die Werkbank reingegangen und dann hat der ganz schnell fertig gebaut. Das passiert nur, wenn ein Produktionsauftrag nach der Zeit gemacht worden ist und die Zeit danach wieder zurückgesetzt worden ist. Das heißt, irgendjemand hat hier sogar noch länger drauf gespielt und hat dann anschließend die Zeit zurückgesetzt. Ja. Nein. Bin ich froh, dass ich kein Admin bin. Ja, deswegen, es war auch letztes Mal so komisch, weil jetzt gucke ich gerade mal. User disconnected from your channel. Tschüss. Ja, da ist irgendwie. Siehst du, ja, da gibt's nämlich hier einen Spieler Unknown. Wenn du auf Spieler gehst, ne? Ja, aber dieser Player Unknown, das ist doch der Dings wahrscheinlich gewesen. Nee, das war nicht der Stefan. Wird der Player Unknown jetzt angezeigt? Ja, der wird jetzt angezeigt. Im Verbindungsmenü. Nee, der wird schon länger angezeigt. Ja, der steht als grau drin, also als inaktiv. Also irgendjemand hat sich hier Zugang verschafft zum Server. Nein! Dann müssen wir über die Server-Config das auswerten. Ja, ich muss mal dann in die Login-Liste reingehen und ich muss dann auch mal das Passwort ändern. Das ist ja scheiße, dass wir jetzt dadurch 2 Tage verlieren. Wir haben im Prinzip 2 Tage verloren. Ich meine, ich kann die Zeit zurücksetzen. Kann ich gerne jetzt gleich machen. Aber gut. Ist denn sonst im Spiel irgendwas manipuliert worden? Ja, das Haus ist umgebaut worden. Also irgendjemand hat den oberen Teil auf Stein aufgegradet. Was vorher nicht der Fall war. Also ich meine, ne, also egal wer das ist, also wenn derjenige jetzt gerade zuhört, zuguckt, ne, also wir sind dir hier jetzt nicht böse, weil du das Haus ja zumindest auch abgegradet hast. Du scheinst ja offensichtlich helfen zu wollen. Ja, aber eigentlich darf ja hier auf dem Server nur jemand drauf, der also quasi dann sich auch vorher angemeldet hat und nicht einfach so. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie du das gemacht hast. Das tut auch nicht zur Sache. Vielleicht habe ich ja wirklich irgendwann nicht aufgepasst und habe das Passwort mal laut ausgesprochen. Das mag ja sein, aber es wäre halt nett, wenn du dich dann zumindest zu kennen gibst und ja, das wirklich dann nur mit Absprache dann halt machst, weil die Zeit zu manipulieren, das möchte ich nur selber machen und das möchte ich nicht, dass jemand anderes macht. Aber das macht ja auch gar keinen Sinn. Das kann doch nur jemand mit Adminrechte eigentlich. Also der hat sich offensichtlich wirklich auch die Rechte irgendwie besorgt. Ey, also, ja nicht, dass du jetzt keine Adminrechte mehr hast. Doch, doch. Das werde ich schon noch. Also das wird es nicht sein. Also er meint ja offensichtlich, meint derjenige ist ja nicht böse, ne? Weil sonst hätte er ja das Haus nicht abgegradet. Warum bin ich jetzt hier runtergefallen? Da fehlten die Gitter. Warum ist die Ecke hier kaputt vom Haus? Hä, welche Ecke? Hier, ich bin hier irgendwie. Ich bin jetzt gerade
in den Boden reingefallen. Hey, hier ist nichts kaputt. Ja, ja, ich bin gerade in den Boden reingefallen. Zieh dir schon mal die Schuhe an. Ah. Da vielleicht irgendwelche Fallen eingebaut worden oder sowas? Nee, nee, also das war jetzt ein Grafikfehler. Ja, oder das? Nee, ich bin im Boden eingeschlossen. Also irgendwie ist gerade was schiefgegangen, das auch natürlich irgendwie mit der Zeitmanipulation zusammenhängt. Ich gehe mal gerade wieder vom Server runter. Verlassen. Ich hoffe, dass er mich dann wieder auf dem Boden respawnen lässt. Bist du eigentlich noch auf Connecten? Ich bin noch im Verbindungsbildschirm. Was für eine Verbindungsleistung hast du eigentlich? Weil das ist mir letztes Mal schon aufgefallen, dass das sehr lang bei dir dauert. Nee, da habe ich noch abgewartet. Letztes Mal hat er noch ein Update nachgeladen gehabt. Ah, okay. Und jetzt wollte ich erstmal abwarten, was jetzt mit dem Server los ist, ob da irgendwie was jetzt verändert werden muss, was ich Passwort ändern oder so. Ja, gut, aber das machen wir dann im Wollte ich erstmal abwarten. Das machen wir dann auf die Aufnahme läuft auch schon, also von daher. Achso, na, dann kann ich auch reinkommen. Ja, ja, du kannst ruhig reinkommen. Komm rein, komm Mini. So. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder an der richtigen... Nee, ich bin wieder unter der Erde gespawnt. Ja. Ich kann jetzt höchstens mich hier rausgraben. Wo bist du denn? Ja, Geh mal in die Gruppe rein, dann können wir gucken, wo du bist. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Ich bin in den Boden reingefallen. Vielleicht sehen wir dich ja dann. Irgendwas ist hier defekt. Der hat mich gerade in den Boden reinfallen lassen. Ich grab mich mal hier raus. Ich konnte mich Geh erstmal in die Gruppe, verbinden. Vielleicht können wir dir helfen. Du bist nicht in der Gruppe drin. Ja, ich habe euch aber gerade eben eingeladen. Ich hab's schon die ganze Zeit eingeladen. Jedes Mal. Ich hab aber keine Einladung von dir. Weiß er nicht. So, jetzt hab ich sie. Okay, ja. Alles klar. Jetzt hat es. Ja, sorry. Ich komm mal gucken, wo du bist. Ja, ich grab mich jetzt raus. Ich hab den Stein schon auf 1000 runter. Den Beton. Hä? Warte mal, wo bist du? Du bist auf jeden Fall nicht am Haus. Ich sehe ihn. Ich bin im Boden. Wenn du den Stein kaputt hast, da ist direkt ein Spike vor dir dann. Ja, ja, der wird ja hoffentlich nicht runterfallen. Aber hier sind alle Gitter drin, ne? Das ja, ich bin gerade durch die Gitter durchgefallen und als ich nach oben guckte, fehlten auch Gitter. Nein, hier sind alle Gitter drin. Ich verstehe das nicht. Alle Gitter sind da. Das ist gerade ein bisschen strange. Die Sache ist halt die, dass wir die Zeit auf jeden Fall zurückdrehen, weil das ist doof. Ja, das mache ich dann in der Aufnahmepause. Dann setze ich dann 2 Tage wieder zurück. Und mein Schild ist weg. Ah, da bist du. Also ich krieg andauernd Verbindung zum Server fehlgeschlagen. Okay. Der Server läuft aber. Hast du vielleicht die falsche IP? Nein. Frag die nochmal manuell nach. Ja, bitte. Aber normal sollte das funktionieren. Wobei, es war in der Zwischenzeit, glaube ich, noch ein Update. Das kann sein, dass du vielleicht die falsche Version hast. Also bei mir wird kein Update angeboten. Du bist auf 18.4b4. Ja, 18.4b4 habe ich auch. Ja. Der Server läuft auch auf der Nummer. Ja. Daher... Das kann es dann nicht sein. So. Hallo. Hallo, Leute. Ich bin über dir. Nein, ein Baum ist über mir. Ja, okay. Und ich bin über dem Baum. Ja, ich werde mich jetzt hier irgendwie rausarbeiten müssen. Hast du keine Kisten? Ja, aber ich muss ja erstmal ebenerdig sein, bevor ich anfangen kann, Kisten zu setzen. Deswegen. Tja, das war jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen ja. Sehr merkwürdig. Warte, nee, ich muss noch ein Spike. Ich bin einfach nur einmal ums Haus laufen wollen, weil ich gesehen hatte, dass ein paar von den Steinen kaputt sind. Und bin auf einmal runtergefallen. Ich war dann unter der Erde. Also unter dem Beton, besser gesagt. Es wird immer merkwürdiger hier. Hey, ja, vielleicht.
vielleicht war auch keiner drauf, sondern die Zeit hat sich irgendwie selber vorgestellt oder so. Nee, es hat ja keiner das Haus abgegradet von uns. Irgendjemand hat ja das Haus abgegradet. Es ist ja natürlich dann das Komische. Ja, eben. Also das. Es passt ja auch von der Zeit her nicht. Ja. Wir sind ja nach der Horde. Wir haben ja die Horde noch gespielt und so. Wir hatten nichts repariert. Genau. Ja. Genau, das kam ja auch noch dazu. Wir hatten, glaube ich, angefangen, aber gar nicht zu Ende gebracht. Wir haben die Mauer, meine ich, gemacht. Papa, die Mauer hatte der Mattes noch repariert, bevor wir ausgelockt sind. Genau. Genau, das habe ich noch fertig gemacht. Das ist das Einzigste. Aber das Haus hat hier doch keiner abgegradet von uns. Also es muss definitiv jemand Fremdes gewesen sein. Und auch die Zeit zurücksetzen, dafür brauchst du ja die Admin-Richter. Also irgendjemand, ich weiß zwar nicht wie, aber irgendjemand hat sich hier reingeloggt. Ja. Ja, okay. Ja, ich sag mal so, positiv formuliert, derjenige hat ja jetzt hier keinen Mist gebaut. Wir hoffen es einfach mal, dass wir jetzt nicht irgendwas finden, was, Doch, die Steine hattest du gestackt, ne, Mattes? Ja, ja. Ja, okay. Ich war gerade, hab ich das aber vergessen, irritiert, weil die Steine gesteckt waren. Na gut. Geht nicht anders. Wir machen unser Ding jetzt hier, reparieren alles und ich setze, wie gesagt, in der Aufnahmepause dann einfach die Zeit um 2 Tage zurück. Und gut ist. Ja, das dann passt das ja wieder. Und Stefan, kommst du drauf oder hat sich schon drauf, ja. Ah, okay, alles klar. Dann lade ich dich jetzt draußen ein. Gerade ran, die Außenrahmen da bist du. Ja, aufzubauen. Sehr gut. Ich habe auch Freundschaft an die Frage direkt gestellt, dann sehe ich dich nämlich auch, ob du da bist oder nicht. Jetzt hätte ich eigentlich also intelligenterweise erstmal gucken müssen, ob ich nicht wieder durch die Gitter falle, ne? Bevor ich das ja alles wieder repariert, aber jetzt ist es zu spät. Ich hab's wieder erneuert. Gut so. Also du merkst, Stefan, das geht hier alles schon so am Schnürchen, ne? Jeder weiß ja, jeder Handgriff sitzt hier von dem Team hier. Das ist Wahnsinn. Wer ist Wahnsinn? Kühe. Wir sind vorausgesetzt, sie haben BSE. Wir sind im Team oder was? Wahnsinn. Okay. Also, Mattes, was hast du gesungen? Ich meine, das ist okay, wenn du unbedingt mal singen willst. Also, sing ruhig. Also, mit den Dingern bin ich schon rum jetzt, ne? Also, hier vorne fehlt auf jeden Fall noch eine Menge Spikes. Ja, aber sonst bin ich rum. Papagei oder was? Ich hab jetzt. Oder was? Wer weiß das schon? Ich muss sie einen auf lustig machen, weil ihre Freundin da ist. Ja, die ist nicht mehr da. Die schläft schon. Nein, die ist. Meine Mutter fährt die jetzt nach Hause. Hier fehlen auch Waben in der Wand, das ist komisch. Der Film in der Wand. Hier fehlen Blöcke in der Wand, so als ob noch ein Angriff danach gewesen wäre. Ja, die fehlten vorher nicht, aber das kann ich mir jetzt auch täuschen. Naja, okay. Also wie gesagt, falls derjenige jetzt zuhört, wir sind dir nicht böse, aber bitte melde dich. Das wollte ich schon immer sagen. Einfach über die Website mal melden. Sprich ja alles dagegen, aber nicht Hello. Einfach so auf dem Server drauf gehen, bitte. Hello again. Ich sag einfach hello again. Ja, Mai, ich will die heute noch sehen, ne? Dort, wo alles begann. Ja, wir können auch Schlager. Leider. Meine Mutter stand auf Howard Carpendale.
Also Howie, falls du es jetzt hörst, ne? Sie stand auf dich. Ja, das wollte ich gerade auch machen. Ah, okay. Ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung, irgendein Thema will mich schubsen. Nee, wieso sollte ich? Ja, es ist schon. Ich bin doch nicht Mathis. Ich muss. Der Vater auch kein Block und am Arsch weg. Genau. Mathis, ich muss jetzt erstmal sicherheitshalber gucken, wer da hinter mir steht, weißt du? Ja, weil es könnte ja Mathis sein. Nee, ich habe auch ein bisschen Angst, weil du es bist. Ich kann dir gleich wirklich den Block unterm Arsch wegziehen. Oh, den gibt's sogar noch zu. Ich hab's gehört, du. Ich hab's gehört. Boah, ihr wollt mich echt verarschen, oder? Ja. Merk's. Ja, ich meine, wir stehen wenigstens dazu. Das tut nicht jeder. Glaub mir, du wirst noch oft genug Jungs in deinem Leben erleben, ja, die dich verarschen, aber es nicht zugeben. So wie ihr Freund. Genau, so die große Liebe vorspielen, na? Oder halb im Falle deines Freundes die kleine Liebe. Du könntest jetzt auch mal ruhig sein. Entschuldigung, tut mir leid, Jan, das war jetzt gerade so verlockend. Das ist. Irgendwann lernst du mich schon kennen und dann wirst du merken, dass ich das alles wirklich nur aus Spaß meine. Besser ja, nicht. Oder? Was ist. Gesoffen oder was? Nein. Wie tief ist dieser Gang, bitte? Bis auf die andere Seite. Warum kriege ich denn Verletzungen? Mann, da habe ich aber Schwanz gehabt. Oh, klein oder was? Ja, genau. Ich glaube, du bist gestorben. Wie wär's, wenn du dich mal heilst oder so? Ja, das war vielleicht, ja. Was? Wieso geht der Gang denn auf die andere Seite? Ja, kommen die Zombies doch schneller zu uns? Wie, dann kommen die Zombies schneller zu uns? Ja, wenn die durch den Gang laufen. Ja, das ist eine Abkürzung. Das ist für uns eine Abkürzung, damit wir schneller über den Berg drüber kommen, weil der so steil ist. Allerdings müssen wir den Gang... Wenn die Zombies die Abkürzung finden, dann benutzen die doch 100 Pro auch. Nein. Würden die doch nie machen. Nein, die sind da viel zu dämlich für. Zombies, hallo? Die haben kein Gehirn. Weiß schon. Müsste alle hier sich mit auskennen. Oh, Mathe. Zickt euch nicht an, Mädels. Wieso Kindergarten? Ja, echt jetzt. Echt jetzt. Echt jetzt. Ja, echt jetzt. Echt jetzt. So, eine Seite ist schon mal wieder fertig. Was tust du da? Man nennt sowas Bodenbegradigen. Bodenbegnadigung quasi. Was? Der begnadigt den Boden? Der war halt schuld, weißt du? Okay. Haben wir genug Spikes? Ich höre ja nicht mehr, dass ihr noch was am Felden seid. Wieso? Spikes sind rum. Das ist ja Wahnsinn. Hat man so viele Spikes auf Lager? Ja, ich. Respekt vor den Spike-Macher hier. Ich auch. Ich mag die Spikes. Ich hab die nur in meine Kiste getan. Ich mach die Spikes immer während der Zeit, während wir draußen gekämpft wird. Ah. Okay, eine gute Idee. In der Nacht. Wenn du mal so 100 Stück, brauchst du ja nichts zu reparieren in der Zwischenzeit. Das stimmt. Da kannst du die ruhig laufen lassen. Da hast du wohl recht. Ja, aber. Ja, da hört man den Vollprofi. Da hörst du einen Plan, aber. Ja, voll. Wenn ich keinen Plan habe. Papa? Doch, du hast ja einen Plan. Ja? Ich gehe morgen mit Alice joggen. Du? Ja? Gehst joggen? Wohin? Ja? Du? Haltet ihr auch nicht. Die wird's aber bestimmt auch nicht schaden. Mir? Aber warum soll mir das denn sein? Ich halte mich raus. Ab, ne?
Weiß ich nicht. Was hast du? Dirk meinte, die Zeit wird langsamer ablaufen. Das weiß ich nicht. Kommt mir nun zumindest so vor, aber... Ja. Es ist erst 12, das stimmt. Die Zeit läuft wirklich langsamer. Och, sieht man auch an den Sekunden. Also weil ich bin gerade hier am Kochen und das Essen dauert so lange. Ach Mann. Das weiß ich jetzt nicht, wie man das verstellt. Ich weiß, dass man das auch machen kann, aber das weiß ich nicht, wie geht. Zeitlupenfunktion. Oh Mann. Oh, das ist zumindest nervend. Kommt mir das so vor. Ich weiß es ja, nicht. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass du hast recht. Ja. Tschüss, Airdrop. Was los? Ach, nix. Ja, anstatt zu reparieren, meinen Block unter mir solid gemacht. Hey, ja, wo bist du denn? Ich bin hier unten am Reparieren. Ich hör dich. Das ist ja schon mal gut. Hör dich. Hör dich. Dich. Hör dich. Dich. Wieso mich? Ne, dich? Ja, ich höre dich. Ich höre dich auch. Ich kann tote Menschen. Ich kann tote Menschen hören, hä? Ja, besser als sehen, oder? Ja, auf jeden. Oh Gott, erinnere mich nicht daran. Die Nahrung läuft gerade durch, ja. Alles klar. Nimm die... das Eisen mal raus hier. Ja, mach das. Jetzt. Dafür habe ich es ja produziert. Soll ich schon mal was machen? 500 ja, ja. Stück oder so. Ja, ja, hau nochmal 500 rein. Mach das. So, dann laufen jetzt zwei Feuer. Das heißt, beim nächsten. Ich meine auch, das Haus wäre gar nicht. Also, der Graben wäre gar nicht so schlimm beschädigt gewesen, wie er jetzt beschädigt ist. Das ist so, als ob noch eine Zombie-Nacht durchgelaufen wäre. Ah, da bist du. Ich brauch noch ein paar Spikes, falls du noch welche übrig hast. Nee, Spikes hab ich keine mehr. Alle missbraucht. Lol, das habe ich nie bemerkt, dass hier Türen sind. Naja, die habe ich irgendwann mal eingebaut, als wir die Wände umgebaut haben, ob doppelschichtig, habe ich die eingebaut. Hat keiner mehr Spikes? Nein. Meine in der Kiste wären noch welche. Ja, aber die habe ich schon verbraucht. Na gut, da muss ich neue machen. Spikes. 50. Fertigen. Na gut, dann komme ich so lange rauf. Dann kann ich in der Zeit schon mal wieder Holz fällen. Ich und mein Holz. Ah ne, ich kann ja auch noch hier auf Metall upgraden. Aber ich glaube, du hast das ganze Metall jetzt, ne? Ja, aber es läuft durch gerade. Ja, ich komme einfach zu dir und dann gibst du mir die Hälfte. Dann kann ich dir helfen. Ja, dann müssen wir aber diesen Gang hier durch die Berg müssen wir quasi noch verbreitern fürs Auto, ne? Mhm. So, ich bin bei dir. Kannst mir die Hälfte geben. Können wir ja gleich mal so als Gemeinschaftsprojekt angehen. Ich gehe in die andere Richtung dann.
da ist er. Da wird sich ja der Mattes hier freuen, dass die Zeit langsamer läuft, ne? Hä? Ja, du wolltest ja immer, dass die Zeit langsamer läuft. Jetzt läuft sie langsamer. Warum macht er das nicht? Und Stefan, wie war deine Woche? Außer, dass du immer fleißig Hashtags gepostet hast. ja, war nicht so spektakulär. Arbeitstechnisch ist ein bisschen, im Moment gerade, die Luft so ein bisschen raus. Ein bisschen schwierig, angespannte Lage. In Bezug auf was? Wie meinst du das? Die ganze Situation ist zurzeit ein bisschen für unser Team ein bisschen unübersichtlich. Mhm. Dementsprechend kann man nicht wirklich was planen in der Form. Und wenn man dann nicht aktiv werden kann, ist es irgendwie unbefriedigend. Das stimmt, da hast du recht. Das heißt, ihr seid da nicht in eurem Bau da weitergekommen sozusagen. Du meinst auf meinem Server? Ja. Da habe ich ein bisschen weitergemacht, aber mit Treppe, also nicht Treppe, mit der Brücke, die ich da bauen will, da bin ich noch nicht so richtig zum Ziel gekommen. Aber der Graben rundherum ist komplett fertig, Beton. Mhm. Und der Innenteil ist auch komplett Beton beschichtet. Ja, muss mich mal irgendwann auf den Server einladen. So die erste Zombie-Nacht oder so, dann erlebe ich die mit quasi. Das kann man durchaus mal machen. Ja, das fände ich cool. Die Screenshots hattest du bekommen, ne? Die Screenshots hatte ich bekommen, ja, das hatte ich alles schon gesehen. Aber ich würde das natürlich dann auch gerne mal live erleben. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Ich habe im Moment, muss ich auch dazugeben, die Zombie-Nacht ausgeschaltet. Dass ich erstmal mein Projekt bauen kann. Ja, das dachte ich mir. Weil man muss ja auch gucken, dass man da Zeit und Ruhe für hat. Gerade wenn man so nicht immer Material zu mehreren ist. Ja, das eben. Das muss ja erstmal rangeschaltet werden. Der Dirk hatte ja auch mal so ein Projekt gemacht mit einer Kirche und hat die dann auch als Festung richtig abgegradet mit Geschützen rundum und allen. Und das kann man halt nur, wenn man dann halt wirklich auch so ein bisschen manipuliert. Ja, und im Spiel ist es ja ganz offiziell einstellbar. Von daher halte ich das nicht für cheaten. Ja, natürlich. Also das sehe ich auch so. Das ist ja auch weniger jetzt das Spielspielen. Das ist ja mehr, also kein Cheaten in dem Sinne. Das Bauen. Es ist ja wirklich einfach das Spiel quasi als Bausimulation missbrauchen. Ja, so in der Art. Aber es gibt da halt eine Hardcore-Leute, die das schon als Cheat bezeichnen würden. Aber zu denen gehöre ich nicht. Ja, nee, zu denen gehöre ich auch nicht. Also es ist was anderes, wie gesagt, als wenn man das dann sagt, so, ich spiele das normal, aber ich manipuliere das, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Das macht man ja nicht. Sondern es ist ja mehr aus dem Spaß raus, das zu bauen. Wobei man das dann auch wieder noch ein Stück weit weiter treiben könnte, indem man sich die Materialien, die man braucht, einfach aus dem Cheat-Menü holt. Genau, das geht ja auch noch. Aber das ist auch ein ganz offizielles Feature im Spiel. Wäre aus meiner Sicht also auch völlig legitim, das zu nutzen. Sehe ich auch so. Ich versuch's ohne. Und habe ja zum Glück zwei Freunde von mir, die ab und zu mal mit auf den Server kommen und mir dann Material ranschaffen. Ja, anders ist es ja auch nicht zu schaffen. Sonst dauert das. Bauprojekt. Ja, okay. Oh, der war aber nice. Wer war das? Wer hat da geschossen?
Ah, oh, Dirk. Ein Eiserschuss. Sehr schön. Direkt schön, in den Kopf. Das konnte man quasi sehen. Ja, ich hab Dings, ne? Scharfschützenvisier drauf, aber deswegen hast du natürlich in Gebäuden Probleme, ne? Mhm. Wenn die nah dran kommen. Ja, aber du kannst es ja auch abnehmen, ne? Du hast ein Jagdgewehr mit einem Vierer-Scope drauf, oder? Ne, ich hab kein Jagdgewehr, Armbrust. Ach, Armbrust. Ja, ich benutze das Jagdgewehr. Armbrust. Ich bin so ein Freund vom Jagdgewehr mit Vierer-Scope drauf, das ist genial. Ich benutze Gewehre nur im Notfall, sonst benutze ich nur Armbrust oder Schlagwerkzeug. Jetzt muss ich mal den Tunnel angucken. Auf meinem Server renne ich gerne als Mainwaffe mit der Pistole rum. Magazin, Erweiterung, Licht und Schalldämpfer. Und für größere Distanzen dann, wie gesagt, das Jagdgewehr. Hi, Mattes! Nice! Cool. Ja, ist natürlich mit dem Erdbohrer ist natürlich hier Deluxe, ne? Warte mal, ich hau mal die Bäume weg, den ersten. Der wird wahrscheinlich noch stören, ne? Ach, wieso? Ist so gut. Nee, also, ich kann das Holz gut gebrauchen. Als ich die Kirsche umgebaut habe, habe ich auch das Material aus dem Sheet-Menü rausgenommen. Weil das war so viel. Weil ich habe ja doppelwandig alles gemacht. Du kannst quasi zwischen den Wänden rumlaufen. Mit Treppen und alles. Ich hatte auch überlegt, aus dem Menü zu holen. Aber dann haben sich, wie gesagt, zwei Freunde von mir bereit erklärt, mir da mitzuhelfen. Und da ist es jetzt nicht nötig. Sonst hätte ich auch darauf zurückgegriffen. Ja, ich war ja gar nicht alleine. War quasi, ich habe das ja alles ganz alleine gemacht. Aber ich habe wohl die Zombies nicht ausgeschaltet, ne? Die hatte ich wohl. Ja, ja, die sind bei mir auch aktiv. Nur die Zombie-Nächte halt. Die habe ich deaktiviert. Ich glaube, als du das gebaut hast, gab es ja schon die Zombie-Nächte, Dirk, oder war das noch davor? Die gab's schon immer. Die gab's schon, ja. Oh, hier ist ja auch Erz, sehe ich gerade. Lass das da drin. Ja, ja, natürlich lasse ich das da drin, sonst kann man ja nicht vernünftig durchfahren. So, jetzt muss man also nur noch, bricht alles zusammen. Jetzt muss man nur noch breiter bauen, ne? Was breiter? Ja, damit ein Auto durchpasst. Ja, passt doch. Nee, meinst du? Nein. Aber ich meine, kann man probieren, ob ich... Guck, ich beweise es dir. Ja, beweise es mir mal. Hau rein. So, pass durch. Das ist aber kein Auto. Doch. Mit zwei Rädern. Das ist eindeutig ein Motorrad. Auch ein Auto. So, ich verabschiede mich an der Stelle mal von den Zuschauern. Ich schließe mal hier die Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und ja, mal gucken, was wir in der nächsten Folge aushacken. Bis dann. Aber tschüss. Ich kann es da noch breiter machen. Ja, wir haben ja leider nur einen.